Was Rucksäcke betrifft, können wir grob unterscheiden zwischen den kleinen Wanderrucksäcken, den etwas größeren Tourenrucksäcken und den größten, den Trekkingrucksäcken. Speziell wenn die Touren etwas länger werden, neigen viele Personen dazu, einen zu großen Rucksack zu kaufen. Das Problem dabei, du wirst diesen großen Rucksack dann sehr wahrscheinlich auch komplett voll kriegen und hast dann am Ende viel unnötiges Zeug dabei. Natürlich macht auch ein zu kleiner Rucksack keinen Sinn, aber es ist meist besser, einen kompakteren Rucksack zu wählen und deine Ausrüstung dementsprechend zu optimieren. So kannst du viel Gewicht sparen. Alle diese Rucksäcke sind für Tageswanderungen geeignet. Bei den Rucksäcken dieser Größe kannst du nicht wirklich viele Fehler machen. Für eine normale Tageswanderung liegt der optimale Bereich ca. bei 25 Litern. Wenn der Rucksack jetzt aber nur 20 Liter hat, ist das auch kein Problem. Für eine Tageswanderung brauchst du nicht wirklich viel. Ein Wechselshirt, eine warme Jacke, eine Regenjacke, eventuell Regenhose, eine Mütze, Erste-Hilfe-Set inklusive Tape und Blasenpflaster, Wasser und Verpflegung, Handy, eventuell eine Stirnlampe. Für eine Person sind 30 Liter auch möglich, aber nicht wirklich notwendig und fast schon zu groß. Außer natürlich, du hast immer viel extra Material dabei, wie zum Beispiel Kameraequipment, oder du bist mit Kindern unterwegs und brauchst deshalb zusätzlich Stauraum für Kleidung, Verpflegung etc. 15 Liter sehen so aus und reichen für eine schnelle und einfache Tour bei schönem Wetter. Sobald du aber etwas wärmere Kleidung brauchst und mehr Verpflegung dabei hast, könnte diese 15 Liter schon etwas knapp werden. So sehen Netzrücken aus. Und so sehen Kontaktrücken aus. Ein Rucksack mit Netzrücken ist etwas gebogen. So liegt der Rucksack nicht direkt auf deinem Rücken auf. Die Luft kann frei zirkulieren und die Schweißbildung wird dadurch deutlich reduziert. Bei einem Kontaktrücken wird zwar auch versucht, die Auflagefläche zu minimieren, aber grundsätzlich liegt der Rucksack direkt auf dem Rücken auf. Ein Rucksack mit Netzrücken ist aufgrund der Konstruktion aber auch schwerer. Außerdem liegt der Schwerpunkt des Rucksacks weiter vom Körper entfernt. Bei Tagesrucksäcken mit geringem Gewicht spielt das aber keine große Rolle. Der Kontaktrücken ist nicht so atmungsaktiv, du wirst mehr schwitzen. Dafür ist das Eigengewicht eines solchen Rucksacks niedriger und er liegt näher am Körper, was zum Beispiel am Klettersteig oder schwierigen Gelände ein Vorteil ist. Ein Tourenrucksack ist ideal für mehr Tagestouren, so etwas wie zum Beispiel die Alpenüberquerung oder sonstige einwöchige Hüttentouren. Also Touren, auf denen du in festen Unterkünften übernachtest. Auch hier sind wahrscheinlich 35 Liter der Sweet Spot und ich würde versuchen, für solche Hüttenwanderungen nicht über 40 Liter hinauszugehen. Da ist es besser, du wählst einen kompakteren Rucksack und optimierst deine Ausrüstung. Bei solchen Touren hast du etwas mehr Ausrüstung dabei. Dazu zählen zum Beispiel zusätzliche Wechselbekleidung, einen Hüttenschlafsack, eine Powerbank, einen Kulturbeutel etc. Zum Beispiel, dieser Rucksack hat 36 Liter. Hier findet alles Platz. Er hat zwar keinen vollständigen Netzrücken, aber trotzdem ein einstellbares, stabiles und gut belüftetes Rückensystem. Auch der Hüftgurt ist relativ breit und für einen Tourenrucksack unbedingt notwendig. Beispiele zu den jeweiligen Rucksacktypen verlinke ich unter dem Video. Hast du deine eigene Unterkunft dabei, also Zelt, Schlafsack, Isomatte und zusätzlich vielleicht noch einen Kocher inklusive Geschirr und Proviant, dann brauchst du noch etwas mehr Platz. Hier spricht man von einem Trekkingrucksack. Das Volumen reicht von 45 Litern bis hin zu 80 oder sogar 90 Liter. Vor allem was die Trekkingrucksäcke betrifft, rate ich dir vorsichtig zu sein und nicht einen zu großen Rucksack zu kaufen. Es ist am besten, du kaufst dir den Rucksack nicht als ersten, sondern als letzten Ausrüstungsgegenstand. Denn dann weißt du bereits ganz genau, wie viel Platz deine Ausrüstung braucht und wie groß der Rucksack schlussendlich sein muss. Die Größe ist abhängig von der Art und Länge der Tour sowie dem Gewicht und der Zusammensetzung deiner Ausrüstung. Zum Beispiel, ein Zwei-Mann-Zelt kann so aussehen oder so aussehen. Eine Isolationsjacke kann so aussehen oder so aussehen. Ein Schlafsack kann so aussehen oder so aussehen. Und je nachdem, wie sich deine Ausrüstung zusammensetzt, desto mehr Platz und Gewicht kannst du sparen. Leider ist die leichteste Ausrüstung auch meist die teuerste. Viele Trekkingrucksäcke haben zusätzlich zu der Hauptöffnung einen Frontzugriff, was sehr praktisch ist und den Rucksack etwas übersichtlicher macht. Je höher das Gewicht, desto wichtiger ist die optimale Gewichtsverteilung. Dementsprechend haben Trekkingrucksäcke bereits einen breiteren Hüftgurt und ein solides Tragesystem, was natürlich auch das Eigengewicht eines solchen Rucksacks erhöht. Dafür können damit auch schwerere Lasten gut getragen werden. Sie erfüllen grundsätzlich dieselbe Funktion wie normale Trekkingrucksäcke, nur machen Ultraleichtrucksäcke nur dann wirklich Sinn, wenn auch der Rest deiner Ausrüstung ultraleicht oder zumindest leicht ist. Das Eigengewicht dieser Rucksäcke ist deutlich geringer. Die Rucksäcke wiegen 1 bis 2 Kilo weniger als ein gewöhnlicher Trekkingrucksack. Dafür haben Ultraleichtrucksäcke entweder
kein Tragegestell oder wie dieser hier nur ein sehr minimalistisches Tragegestell. Außerdem sind die meisten dieser Rucksäcke aufgrund des dünnen Materials nicht so robust wie ein normaler Trekkingrucksack. Der Rücken wird meist nur durch eine dünne Schaumstoffauflage oder durch ein extra Sitzkissen gepolstert. Ultraleicht-Rucksäcke sind super, aber wie gesagt, so ein Rucksack macht eben nur dann Sinn, wenn auch der Rest deiner Ausrüstung schon ultraleicht ist. Ein Wanderrucksack hat ein Volumen von 15 bis maximal 30 Liter. Er hat entweder einen atmungsaktiven Netzrücken für mehr Komfort oder einen Kontaktrücken für weniger Gewicht und mehr Stabilität. Ein Tourenrucksack für die klassische Hüttentour ist bereits etwas größer. Er sollte aber immer noch recht kompakt sein. Er fasst ungefähr 35 bis 40 Liter. Ein Trekkingrucksack fasst je nach Tour 45 bis 70 Liter. Sie haben ein stabiles Tragegestell, viele Taschen und Einstellungsmöglichkeiten sowie einen gut gepolsterten Hüftgurt, um das Gewicht optimal verteilen zu können. Ultraleichtrucksäcke wiegen deutlich weniger, sind dafür aber nicht so robust und haben kein Tragegestell, weniger Taschen und sind auf geringere Lasten von ca. 10 Kilo ausgelegt. Meine konkreten Empfehlungen zu den jeweiligen Rucksackkategorien findest du unten in der Beschreibung. Mehr zum Thema Wandern und Rucksäcke findest du in diesen Videos.